Immer mehr Länder in Europa lockern mit steigendem Erfolg der Impfprogramme ihre Covid-Beschränkungen. Obwohl die Omikron-Variante nach wie vor hochgradig übertragbar ist, verläuft die anschließende Erkrankung anscheinend weniger schwer. Die Weltgesundheitsorganisation mahnt trotzdem weiter zur Vorsicht. Wir rufen alle Länder auf, ihre Bevölkerung weiter mit allen zur Verfügung stehenden Mitteln zu schützen, also nicht nur mit Impfungen. Für jedes Land wäre es zu früh, sei es zu kapitulieren oder den Sieg zu verkünden. Dieses Virus ist gefährlich und es entwickelt sich vor unseren Augen weiter. Als eines der ersten europäischen Länder hat Dänemark fast alle Pandemiebeschränkungen aufgehoben. Covid-19 sei keine gesellschaftsgefährdende Krankheit mehr, so die Begründung. Die Omikron-Variante sorgt zwar auch beim nördlichen Nachbarn für steigende Infektionszahlen, sei aber für das Gesundheitssystem keine große Belastung mehr. Zudem verfüge das Land über gute Testmöglichkeiten und eine hohe Impfquote. Es ist wunderbar, aber trotzdem immer noch beängstigend. Wenn ich mein Haus verlasse, stecke ich eine Maske ein. Die trage ich, wenn ich an belebte Orte komme. Corona ist ja nicht weg. Aber natürlich ist es ein wunderbares Gefühl von Freiheit. Auch Norwegen hebt mit sofortiger Wirkung die meisten seiner verbleibenden Covid-19-Maßnahmen auf. In Restaurants darf auch nach 23 Uhr Alkohol ausgeschenkt werden. Arbeiten im Homeoffice ist nicht mehr verpflichtend. Frankreich hebt ab heute die Begrenzung für die Zuschaueranzahl in Konzertsälen, Fußballstadien und für andere Veranstaltungen auf. Frankreich fährt eine Strategie der schrittweisen Aufhebung der Beschränkungen. Schlüssel dazu ist der Impfpass, wie in Deutschland auch. Auch die Maskenpflicht im Freien entfällt, nur in öffentlichen Verkehrsmitteln bleibt sie verpflichtend.